sondern genauso verheerend oder aufbauend auf mich selbst. Das heißt, Sie sind für die Qualität Ihres Energiefeldes selbst verantwortlich. Und das bringt Ihre Gesundheit in Ordnung, das heilt Ihre Symptome, das heilt aber auch Ihre Lebensumstände, Ihre Beziehungen. Alles wird durch ein harmonisches Energiefeld verbessert, optimiert und umgekehrt durch ein strubbeliges gestört oder unmöglich gemacht. Das heißt, das größte Geschenk, was Sie sich machen können, ist sympathisch zu sein. Und einfach Ihre Aufmerksamkeit bei jedem darauf zu richten. Und noch einmal, gestatten Sie Ihrer Aufmerksamkeit nie mehr länger als 2-3 Sekunden bei etwas Negativem, Problematischen, Schwierigen, Mangel, Leid, Krankheit zu bleiben. Sekunden. Sie sollen das nicht ignorieren. Im Gegenteil. 2-3 Sekunden brauchen Sie, um es zur Kenntnis zu nehmen und sagen, diese Situation ist nicht erfreulich, die hätte ich gerne so. Und dann richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf Chancen, Möglichkeiten, auf eine Lösung. Und da halten Sie sie gerichtet und lassen die Schöpfungskraft dorthin fließen, sodass Sie jedes Problem, jeder Mangel, jedes Leid, jedes Symptom, dass Sie das nutzen als Chance zum Besseren. Und das unbedingt zur Gewohnheit zu machen. Denn der wichtigste Schritt auf dem Weg zum Gewinner ist, dass Sie negative Ereignisse nicht mehr verursachen oder anziehen durch Ihre Schwingung. Das habe ich zum Beispiel auch an der Börse gemerkt. Das Wichtigste ist, nicht mal zu gewinnen, das ist das Zweitwichtigste. Das Wichtigste ist, nicht zu verlieren. Ja? Das muss ich dann erst mühsam wieder herausarbeiten. Das heißt, wir müssen lernen, machen wir nachher auch noch, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Die richtigen. Und zwar in jedem einzelnen Fall. Aber bevor das beginnt, das Geheimnis des Erfolgs ist, sofort zu tun. Prüfen Sie einmal, ob Sie hier in dieser Haltung sind. Normalerweise, wenn wir in ein Seminar gehen, dann gehen wir in der Absicht, was Neues zu erfahren. Wir machen uns Notizen oder merken uns das. Dazu ist eine Information eigentlich nicht gedacht. Das ist der zweitbeste Umgang mit einer Information. Der beste Umgang mit einer Information ist, auf die Weisheit der Sprache zu achten. Jede Information ist in Wirklichkeit eine energetische Wirkungseinheit, die etwas mit Ihnen macht. Sie brauchen mit der Information gar nichts machen. Sofort stürzt sich der Verstand drauf und sagt, kenne ich nicht, finde ich gut, finde ich nicht gut. Ja, sortiert das ein, tut das dann ins Regal des Gedächtnisses und macht nichts. Und wenn er das nochmal hört irgendwann, sagt er, kenne ich schon, weiß ich schon lange. Aber es ist nichts geschehen, die Chance ist vertan. Der bessere Umgang mit einer Information ist, wenn Sie was hören, egal ob Sie es kennen oder nicht, was macht diese Information mit mir? Was verändert sich jetzt in mir, während ich das höre? Sie brauchen nur einmal vergleichen Ihr Energiefeld von heute Morgen und von jetzt. Es ist ganz anders. Es hat sich etwas getan. Es hat sich etwas verändert. Das heißt, die Information hier hat etwas mit Ihnen gemacht. Sie brauchen gar nichts tun. Und wenn Sie dann sich angewöhnen, alles immer sofort umzusetzen, sofort zu tun, dann gilt das japanische Sprichwort, mit dem ersten Schritt hast du die Hälfte des Weges geschafft. Ganz gleich, wie lang der Weg sein mag. Also diesen ersten Schritt einfach immer sofort tun. Nicht mehr sagen, stimmt, man sollte eigentlich viel mehr, man müsste öfter, irgendwann tun, können Sie alles vergessen. Alles, was Sie nicht sofort tun, fast alles, geschieht nicht mehr. Und dann die nächste Klippe, das nächste Erfolgsgeheimnis ist, lassen Sie keine Ausnahmen zu. Wenn Sie also das Richtige tun, und morgen und übermorgen,
Und irgendwann sind sie ein bisschen spät aufgewacht. Heute komme ich jetzt nicht dazu, mache ich dann morgen. Und am nächsten Tag kommt Besuch, da geht es auch nicht. Am übernächsten Tag haben den Schnupfen, nee, jetzt fühle ich mich nicht so. Und dann am überübernächsten bin ich draußen, jetzt hat es auch keinen Zweck mehr. Irgendwann kommt dann so eine Ausnahme, die dann zu einer Kettenreaktion führt, dass es wieder einmal nicht geklappt hat. Und das lernt ihr Unterbewusstsein und wird ihn beim nächsten Mal dann gleich aus Bequemlichkeit Steine in den Weg legen. Also das zweite Erfolgsgeheimnis lautet, lassen Sie einfach keine Ausnahme zu. Wenn Sie spät dran sind, machen Sie es trotzdem was kürzer. Und wenn Besuch kommt, machen Sie es vorher oder nachher. Und wenn Sie Schnupfen haben, machen Sie es trotzdem. Lassen Sie einfach keine Ausnahme zu. Aber der wichtigste Schritt, den ich gelernt habe von einem sehr guten Lehrer, der hat mir gesagt, beginne immer mit dem Leichtesten. Fast alle Menschen machen den Fehler und sagen, ja, ich sollte mein Leben wirklich ändern, also ich fange mal mit dem Wichtigsten an, ich gewöhne mir das Rauchen ab. Und dann scheitern sie wieder einmal und das gut, hat halt nicht geklappt. Und dann machen sie das Leichtere auch nicht. Wenn sie aber mit dem Leichtesten anfangen, Beispiel, sie erfahren, dass Kaffee trinken, Kaffee eine Säurebombe ist, tut ihrem Körper nicht gut. Noch schlimmer, wenn sie Milch reintun, dann ist es absolut unverdaulich. Wenn sie das jetzt hören, sagen sie, oh, dann trinke ich keinen Kaffee mehr. Ja, aber morgen früh fehlt er ihnen und dann merken sie, das nimmt ihnen Lebensqualität und irgendwann brauchen sie es doch und dann trinken sie, da jetzt mit schlechtem Gewissen, sie wissen, dass es nicht gut ist, aber tun es trotzdem, dann schadet es doppelt. Wenn sie aber sagen, ah, Kaffee ist eine Belastung für den Körper, aber mir schmeckt der so gut und ich habe das so gern, das tut mir so gut, ich mache einfach die Tasse nur noch halb voll. Dann habe ich sofort die Belastung halbiert, vermisse eigentlich nichts. Ob ich 4 Schluck trinke oder 8, ist kein großer Unterschied. Ich hatte meinen Kaffee. Ja. Also beginnen Sie immer mit dem Leichtesten. Oder beim Rauchen, wenn Sie sagen, ich gewöhne mir nicht das Rauchen ab. Ich prüfe nur bei jeder Zigarette, die ich rausnehme, brauche ich die wirklich? Muss das jetzt sein? Und dann werde ich bei der Hälfte feststellen, eigentlich war das jetzt mehr Gewohnheit. Okay, stecke ich weg. Nur nach ein paar Minuten haben Sie wieder eine in der Hand. Also prüfen Sie wieder. Muss das jetzt sein? Will ich das wirklich? Nein. Und irgendwann nehmen Sie eine und sagen, muss das jetzt sein? Ja, doch, also jetzt möchte ich wirklich eine. Okay. Und dann frohen Herzens genießen. Nicht mit schlechtem Gewissen. Die paar dann wirklich frohen Herzens genießen. Und dann werden das immer weniger. Ja, fangen Sie also mit dem Leichtesten an, dann haben Sie gleich ein Erfolgserlebnis. Das stärkt Sie für morgen, dass Sie einen größeren Schritt tun können und übermorgen einen noch größeren. Und irgendwann ist das Schwierigste auch leicht. Und dann habe ich noch etwas gelernt von dem gleichen Lehrer. Mir war das nie bewusst. Ich habe es bei Erdbeeren gelernt. Wenn ich mir Erdbeeren gekauft hatte, dann habe ich immer erst die mickrigste gegessen, die schönste mir aufgekommen, dann die zweitmickrigste, die drittmickrigste. Ich habe nur mickrige Erdbeeren gegessen, denn die letzte war auch die mickrigste. Ja? Und er sagt, nein, nimm immer die beste Erdbeere zuerst. Also habe ich geguckt, ja, das ist die schönste, genossen. So, das ist die schönste. Jetzt ist das die schönste. Ich nehme immer das Beste. Und das sollten Sie auf das Leben übertragen. Nehmen Sie einfach immer das Beste. Sparen Sie sich nichts auf. Vor allen Dingen schieben Sie Leben nicht auf. Viele schieben Leben auf, sagen, jetzt habe ich keine Zeit, das mache ich nach Feierabend oder am Wochenende oder wenn ich die Rente durch habe, wenn ich in Pension bin oder wenn die Kinder aus dem Haus sind. Ja, wir schieben das Glücklichsein zum Beispiel immer wieder auf. Dieser Mechanismus beginnt schon beim kleinen Kind. Das kleine Kind sagt schon unbewusst noch, oh, wenn ich erst mal in den Kindergarten gehen darf, dann bin ich glücklich, weil da sind ganz viele andere Kinder und viele Spielsachen und liebe Tanten und dann ist das ganz toll.
Ja, dann kommt es irgendwann in den Kindergarten, dann sind die Tanten nicht so lieb, die anderen Kinder auch nicht. Die wollen immer gerade das Spielzeug, was ich auch habe. Und dann ist es doch nicht ganz so schön. Und dann sage ich, ja gut, aber wenn ich groß bin und in die Schule gehe, dann bin ich glücklich. Und irgendwann komme ich in die Schule und dann ist das auch nicht so doll. Und dann sage ich nach ein paar Jahren, wenn ich erstmal die olle Penne hinter mir habe, dann bin ich glücklich. Und irgendwann geht die Schulzeit vorbei. Und dann sage ich, ja gut, jetzt stehe ich ja ganz am Anfang. Wenn ich also jetzt das Studium hinter mir habe oder die Lehre, dass ich erst einmal beruflich Tritt fasse, dann bin ich glücklich. Also irgendwann passiert das auch und dann sagen sie, hey, wenn ich jetzt noch Erfolg habe, ja, dann kann ich mich zurücklehnen, dann bin ich glücklich. Nach ein paar Jahren haben sie Erfolg und dann sagen sie, wenn ich jetzt noch den idealen Partner habe, mit dem ich den Erfolg teilen kann, dann bin ich glücklich. Nach ein paar Jahren haben sie den auch gefunden, oder meinen es zumindest. Und dann schieben sie es immer noch auf, dass sie sagen, ja gut, wenn wir jetzt noch ein eigenes Kind haben, etwas, das uns verbindet, dann bin ich glücklich. Dann haben sie ein Kind und es kommt noch eins. Und das ist dann so laut, und da muss man immer aufpassen auf Treppen, dass die Nachbarn sich nicht beschweren, dass die Kinder nicht wieder etwas kaputt gemacht haben. Dann denken sie, also, wenn wir ein eigenes Häuschen hätten, dass die Kinder sich ein bisschen freier bewegen können, ja, dann sind wir glücklich. Nach ein paar Jahren haben sie ein eigenes Häuschen und dann denken sie, wenn die Kinder erst mal groß sind, dass man die Sorge nicht mehr hat, ob die auch was Vernünftiges werden, ja, dann so. Nach ein paar Jahren sind die Kinder groß, sind was Vernünftiges geworden, dann sagen sie, wenn die Kinder jetzt noch aus dem Haus sind, dass man mal an sich denken kann, ja, sonst ist man ja doch immer nur für die Kinder da, dann bin ich glücklich. Wieder vergehen ein paar Jahre, die Kinder sind aus dem Haus. Sie sagen, wenn wir jetzt noch das Häuschen abbezahlt haben, dass wir keine finanziellen Verpflichtungen mehr haben, dass man sich ein bisschen freier bewegen kann, dann sind wir glücklich. Nach ein paar Jahren ist auch das Häuschen abbezahlt. Glücklich sind sie immer noch nicht. Nur das Leben ist ziemlich vorbei. Sie haben es immer von irgendwas abhängig gemacht, glücklich zu sein. Konsequenz? Fangen Sie jetzt an, heute, hier. Wir brauchen keine Ausrede, um glücklich zu sein. Zu leben, Schöpfer zu sein und alles verwirklichen zu können, was wir wollen, ist Grund genug. Machen Sie sich noch einmal bewusst, Sie können in einer ganz unerfreulichen Situation sein. Sie können in einer aussichtslosen Situation sein. Das ist ohne jede Bedeutung. Denn Sie können es alles in jedem Augenblick ändern. Also, wozu sich aufregen? Stellen Sie fest, was Sie wollen und geben Sie dem Leben die richtigen Anweisungen. Schauen wir uns noch einmal an, wie gebe ich dem Leben eine Anweisung? Also die erste Anweisung ist mein So-Sein, meine energetische Signatur. Das ist eine permanente Anweisung. Ist die negativ, dann ziehe ich damit negative Dinge in mein Leben. Ist die positiv, ziehe ich genauso zuverlässig positive Dinge in mein Leben. Und das Schöne ist, ich kann es in jedem Augenblick ändern. Also vollziehen wir das gleich noch einmal, indem Sie einmal ganz bewusst jetzt, in diesem Augenblick, Ihre energetische Signatur optimieren. Einfach, indem Sie sich mit erwünschten, positiven, harmonischen, erfreulichen Gedanken und Gefühlen erfüllen. Die zweite Anweisung ist Zielklarheit. Ich muss wissen, was ich will. Ich muss also nicht nur stimmen, sondern dieses Stimmigsein auch auf ein bestimmtes Ziel richten. Ich muss dem Leben nichts genau sagen, was es machen soll. Aber wenn ich etwas will, dann kann es nur werden, wenn ich ein klares Ziel habe und das auch positiv formuliere. Also nicht, ich will keine Kopfschmerzen mehr haben oder ich will nicht dies oder nicht das. Ich will nicht mehr so viel Ärger am Arbeitsplatz und ich will nicht immer die Spannung zu Hause in meiner Beziehung. Das ist keine Bestellung, das geht nicht. Sondern ich muss es übersetzen in das, was sein soll.
Die dritte Anweisung ist das Lenken meiner Aufmerksamkeit. Noch einmal, ich gestatte meiner Aufmerksamkeit nie mehr länger als 2-3 Sekunden bei etwas zu sein, was ich nicht will, und richte sie dann auf das, was sein soll. Die nächste Anweisung ist, einen erwünschten Endzustand geistig in Besitz zu nehmen. Das besteht aus 3 Schritten. Vielleicht können wir das sogar praktisch vollziehen. Nehmen Sie einmal irgendeinen Aspekt Ihres Lebens, der noch verbessert werden könnte. Ich weiß, das ist kaum möglich, aber nehmen wir mal an, es ginge. Irgendetwas, was Ihnen, Sie brauchen es nicht sagen, nur für sich, wir wollen es gleich hier bestellen, dem Leben die Anweisung geben. Also, der erste Schritt ist wieder Zielklarheit, erst negativ, das möchte ich so nicht mehr, sondern das wäre schön so. Und das ist der erste Schritt, ich stelle mir den erwünschten Endzustand bildhaft vor. Da kann ich noch mit Möglichkeiten spielen. Kann ich sagen, hätte ich das vielleicht gerne so? Oder wie wäre es denn so? Oh, das wäre auch interessant. Dann kann ich erst einmal sehen, welches fühlt sich für mich besser an, welches ist stimmiger. Wenn ich mich dann entschieden habe, wenn ich also so Alternativzukünfte geschaffen habe und habe die ausgewählt, die für mich stimmt, dann kommt der zweite Schritt. Die Inbesitznahme, ich verbinde mich mit dem erwünschten Endzustand. Das heißt, ich erlebe mich in der Erfüllung. Jetzt geschieht ein Wunder. Bis jetzt war das nur eine Idee, eine Vorstellung, eine Möglichkeit der Zukunft. Indem ich mich jetzt am Ziel erlebe, mache ich aus einer Möglichkeit der Zukunft erlebte Realität der Gegenwart. Ich erlebe, ich habe es erreicht. Ich bin am Ziel. Es ist geschehen. Das ist die Inbesitznahme. Und der dritte und letzte Schritt, ich mache den zweiten Schritt so lange, erlebe in immer neuen Aspekten mich in der Erfüllung, bis ein Gefühl der Freude und Dankbarkeit mich erfüllt. Das ist die Auftragsbestätigung des Lebens, dass der Auftrag angenommen, bereits in Arbeit ist und in Kürze geliefert wird. Und das können Sie übertragen auf alles, was Sie wollen, was immer Sie ändern wollen. Mit diesen 3 Schritten können Sie in jedem Augenblick das ändern. Deswegen sagte ich, Ihre Situation kann noch so schwierig oder aussichtslos sein. Das ist ja bisher. Das noch nicht können Sie ändern. Und dazu brauchen Sie nur den ersten Schritt, das hätte ich gerne so. Machen wir das in einer konkreten Situation, mit einem konkreten Vorhaben. Wer will mal sagen, was er erstrebt oder was man erstreben könnte? Zum Beispiel die Übergabe des bestehenden Geschäftes an die nachfolgende Generation. Das ist für mich ein echtes Problem. Worin besteht das Problem? Erster Schritt, Analyse, Definition des Problems. Das erste geht schon damit los, mit dem Loslassen. Damit ist es der Beginn schon mal, ja. Und die nächsten Dinge sind sicher auch im Gedanken, werden die das schaffen? Okay, vielleicht machen Sie es hier. Weil es gibt nur 2 Möglichkeiten. Entweder die schaffen es oder die schaffen es nicht. Beides ist völlig identisch, beides ist gleich gut. Warum sollen die es schaffen? Wir sind in der Situation, ich sage es, übersetze es für Sie leichter, eine Mutter, die ein Kind bekommt. Das Kind wächst heran, zieht aus, Mutter fühlt sich noch immer verantwortlich und guckt, dass sie auch den richtigen Partner kriegt und dass sie die Kinder richtig erziehen und dass sie nicht zu viel oder auch genug. Und die Mutter hat dem Kind das Leben geschenkt, aber sie lässt es nicht leben. Ja, sie begleitet es zu lange. Das ist wie wenn man einen jungen Baum einpflanzt, der kriegt erst einen Flock, da wird er angebunden, damit der Wind und der Regen ihn nicht umweht. Aber wenn der heranwächst, muss der Flock weg, damit er sich frei entfalten kann, sonst wird er zum Hindernis.
Das heißt also in Ihrem Fall, irgendwann, Sie hatten die Freude, diese Firma zu schaffen. Wunderbar. Und dann ist die Geburt, ich gebe die an den, den ich für den richtigen halte, ohne jede Bedingung. Schafft er das nicht. Ich mische mich nicht einmal mehr ein mit einem Rat, das kannst du doch nicht machen. Aus der Erfahrung kann ich dir sagen, das geht schief. Du musst da erstmal die Absicherung und dann kann man noch dieses und jenes machen. Also hör auf mich, ich hatte diesen Fall öfter in meinem Leben. Du kennst das noch nicht, kann ich dich vor Schaden bewahren. Das ist genau das Gleiche wie die Mutter mit dem Kind. Ihr Kind ist die Firma. Und Sie haben es geboren und jetzt entlassen Sie die Firma in das Leben. Und ob Ihr Sohn das schafft oder nicht, ist ohne jede Bedeutung. Ich würde hoffen, er schafft es nicht, weil das Ihnen hilft, loszulassen, dann müssten Sie nämlich. Und ihm hilft es, aufgrund dieser Erfahrung, sich selber was zu machen und nicht was zu übernehmen. Ein Kleidungsstück, das einem anderen gepasst hat und das mir nie so ganz passt, ja. Wenn ich in der Situation wäre und ich war in der Situation, ich würde also Firma auf keinen Fall in der Familie weitergeben, sondern verkaufen. Auf keinen Fall das Geld meinen Kindern geben, sondern einen kleinen Teil zur Ausbildung, zum Start, aber nicht mehr. Und den Rest behalte ich mein Pulver trocken, wenn es dann irgendwann mal sinnvoll ist. Und sei es für die Enkel oder wo auch immer, wo es stimmt, da greife ich ein. Aber jeder, auch mein Kind, soll die Chance haben, sich das selbst zu schaffen. So habe ich das bei meinen Kindern gemacht. Ich habe gesagt, ihr könnt von mir die beste Ausbildung haben, Auslandsaufenthalt, Sprachen, alles, was ihr wollt. Vater bezahlt, aber erwartet kein Erbe. Es wird kein Star sein. Weil das wäre eine Belastung. Das hilft euch überhaupt. Dann lehnt man sich zurück und verjubelt das Erbe. Und wenn es nicht der Fall ist, was ja auch immer wieder vorkommt, dass die nächste Generation das nochmal erweitert und vergrößert und verbessert, dann hilft das ihnen nicht loszulassen, weil sie ja immer noch da mitgehen und der Erbe hat es nur vor sich, der Enkel, der verschludert es dann. Ja, einer findet sich, der das alles wieder kaputt macht. Und das ist völlig in Ordnung. Deswegen lieber selber machen, verkaufen und so weiter. Ich sage Ihnen nur meinen Rat, das Wichtigste haben Sie schon erkannt. Sich zwingen, loszulassen, dass es mich nichts mehr angeht. Und dass mir beides recht ist, ob er es schafft oder nicht. Jetzt schauen wir mal. Soll er die Muskeln entwickeln? Soll er die Erfahrung sammeln? Ja, mir ist beides recht. Dann haben Sie losgelassen und dann sind Sie frei. Eine letzte Anweisung an das Leben wird Ihnen ungewöhnlich erscheinen. Sie ist das Segnen. Mit dem Segnen haben wir eine Macht, die kaum jemandem bewusst ist. Die früheren Menschen wussten noch um die Macht des Segnens. Es wäre früher undenkbar gewesen, ohne den Segen der Eltern zu heiraten. Das ging überhaupt nicht. Hat auch gar keiner in Erwägung gezogen. Ja? Oder zu biblischen Zeiten hat man noch versucht, sich einen Segen zu erschleichen. Hauptsache, man wurde gesegnet. So wichtig war das den Menschen damals. Und jetzt können Sie sich vorstellen, oder Sie können es erleben, was passiert, wenn Sie einmal einen Aspekt Ihres Lebens segnen. Ihre Beziehung zum Beispiel, Ihre berufliche Situation. In dem Moment, wo Sie etwas ehrlichen Herzens segnen, in Ihrem Fall könnte ich das jetzt vorhersagen, was passieren würde. Sobald Sie Ihre berufliche Situation gesegnet haben, muss die im gleichen Augenblick beginnen, sich segensreich zu verändern. Das heißt, plötzlich geschehen Zufälle, die klar machen, ah, ja gut, wenn sich die Chance bietet, dann ist das doch besser, dann mache ich das so. Auf einmal fügt es sich. Ja? Was vorher noch so in der Luft stand, auf einmal ist es unübersehbar. Das zum Beispiel
wäre ein Aspekt des Segnens. Ein anderer, in ihrer Beziehung knistert es ein bisschen. Es ist nicht mehr ganz so, wie es mal war, angenommen. Gut, bei Ihnen kann das nicht sein, bei den Nachbarn meine ich, ja, bei anderen Leuten. Wenn Sie jetzt Ihren Partner und Ihre Beziehung segnen, können Sie zuschauen, am gleichen Tag noch, wie es sich beginnt, segensreich zu verändern. Und wenn das sich so segensreich auswirkt, dann kann man natürlich sich die Frage stellen, warum soll ich denn nur einzelne Aspekte meines Lebens segnen? Warum nicht alle? Warum nicht täglich? Worauf es ankommt beim Segnen ist, dass ich mein Bewusstsein darauf ausrichte. Nicht den bequemen Weg gehen, also Schöpfung, alles was ich anfasse, jetzt alles was mir widerfährt, ist ab sofort gesegnet, so, dann brauche ich mich darum nicht mehr kümmern. Das ist kein Segen. Das ist eine Idee, ein Wort, aber kein Segen. Segen ist, dass ich es ehrlichen Herzens meine. Und das immer wieder. Immer wieder. Denn das Leben braucht gegen viele Strubbeligkeiten, Unwägbarkeiten ständig diese positive Energie des Segnens. Ich mache das jeden Morgen, das dauert auch länger. Was meinen Sie, weshalb Sie so gut drauf sind? Sie sind heute einzeln gesegnet worden, natürlich. Ganz klar, auch das Ergebnis dieses Seminars ist gesegnet. Das heißt also, das Optimum geschieht, ist geschehen, bevor es überhaupt begonnen hat. Ich habe das heute Morgen in Besitz genommen. Aber das ist nur der Anfang. Die Anweisung geht noch weiter. Jedem, der Ihnen begegnet, zum Segen werden. Jedem zum Segen werden. Das heißt, dass Sie bei jedem überlegen, wie kann ich dort segensreich wirken? Was braucht der andere? Ich erinnere noch einmal daran, es antwortet immer der Aspekt im anderen, den ich anspreche. Und dazu gibt es eine sehr hilfreiche Übung, können Sie gleich heute Abend machen. Stellen Sie sich vor den Spiegel, schauen Sie sich in die Augen und sprechen Sie mit dem, der durch Ihre Augen schaut. Nicht mit Ihrem Spiegelbild, das ist ja dieses Äußere. Nein, durch Ihre Augen schaut das Sein Sie an, Ihr Wesen. Und Sie sprechen einmal mit Ihrem wahren Sein im Spiegel. Und dann werden Sie sehen, das Gesicht verschwimmt, die Gesichter verändern sich, das Spiegelbild verändert sich, aber die Augen bleiben. Da schaut Sie der an, der Sie wirklich sind. Und da üben Sie, mit dem zu sprechen, bis Ihnen das geläufig ist, bis Sie sich von dem äußeren Spiegelbild gar nicht mehr ablenken lassen, sondern ich nenne das subkutan sprechen. Ja, Sie sprechen in den anderen hinein. Und wenn Sie das viele Male bei sich am Spiegelbild geübt haben, das wird Ihnen ganz geläufig, dann schauen Sie gleich morgens, wenn Sie in den Spiegel schauen, nicht mehr, ah, wieder ein Fältchen da oder da ist wieder was graues Haar dazugekommen. Das interessiert Sie weniger, als Sie sehen sich an und sagen, wow, hallo. Ja, so. Dann begegnen Sie sich selbst. Und dann kommt das Abenteuer. Das machen Sie draußen bei anderen auch. Fangen Sie mit Ihrem Partner an, mit Ihrem Kind. Prüfen Sie einmal, wenn Sie Ihr Kind ansprechen als Wesen, das, Sie verwandeln Ihr Kind. Das ist unglaublich. Sie verwandeln Ihre Beziehung. Sie können Ihren Chef ansprechen als Wesen. Oder Ihren Arbeitskollegen oder Ihren Nachbar, mit dem Sie Streit haben. Es ist ganz gleich mit wem. Im gleichen Augenblick beginnt sich die Situation segensreich zu verändern. Das ist genau für viele, das, oh, ich muss erst mal rausgehen, da ist irgendwas eingerastet, da ist irgendwas passiert. Und das müssen Sie deswegen in Ruhe mehrfach vor dem Spiegel üben, weil wenn Sie das mit einem anderen machen, passiert das dann auch, dass Sie auf einmal da reingeraten und
richtig dem Wesen begegnen. Und wenn Sie das öfter machen, auf einmal kommt ein noch größeres Abenteuer. Sie schauen die anderen an und erkennen, das sind ja gar keine anderen, das bin ich. Es ist kein anderer da. Das eine Bewusstsein schaut sich an. Und dann erkenne ich, ich begegne nur noch mir selbst. Es ist kein anderer mehr da. Es ist ein unglaubliches Abenteuer. Und das alles gehört zu dieser Anweisung des Segnens. Ich habe noch eine Frage zu dem Segen. Gibt es da ein Ritual mit dem Segen? Oder? Gute Frage. Nein. Die Form des Segnens ist ohne jede Bedeutung. Keine äußere Form. Sie können den Segen denken, sagen, schreiben, fühlen, singen, meinen. Es ist ganz gleich. Und der andere muss nicht vor Ihnen sein. Sie müssen nicht mal wissen, wo der steckt. Das eine Bewusstsein weiß das. Und es kommt an. Das Einzige, was zählt, ist die Ehrlichkeit des Herzens. Im Italienischen heißt segnen benedire. Und das meint es viel besser als segnen, finde ich. Benedire heißt also gut sagen. Indem ich den Segen spreche, wird das andere, das Gesegnete durch mein Sagen gut. Und Länge und Wortwahl und alles ist ohne jede Bedeutung. Nur, dass ich das wirklich meine. Weil es könnte ja sonst sein, dass Sie sagen, da habe ich einen Nachbar, mit dem haben wir nichts für Ärger, aber den Burschen kriege ich, den segne ich jetzt. Ja? Das geht natürlich nicht, weil das ist nicht ehrlichen Herzens. Sie sehen, wir haben unglaublich viele Möglichkeiten einzugreifen und das Leben, unser Schicksal, Realität unmittelbar zu verändern. Für das mühelose Gewinnen ist es noch wichtig, dass ich die Sprache des Lebens verstehe. Die Sprache des Lebens ist die wichtigste Fremdsprache, die Sie lernen sollten. Erste Erkenntnis, das Leben spricht ständig zu uns. Aber nicht in Worten, also nicht auf eine innere Stimme lauschen, Sie haben keinen kleinen Mann im Ohr, sondern das Leben spricht in einer lebendigen Sprache. Zum Beispiel in der Sprache der Lebensumstände, in der Sprache der Symptome, in der Sprache meiner Erfolge, meiner Probleme. Alles das ist eine Botschaft. Wir können es konkreter sagen. Alles, was Ihnen widerfährt, ist in Wirklichkeit eine Botschaft. Und Sie brauchen diese Sprache auch nicht lernen, dass Sie jetzt ein Buch haben müssen, Diktionär überlegen, was heißt, wenn das Leben das sagt, sondern Sie brauchen nur darauf eingehen. Also haben wir noch irgendwo in der Sprache des Lebens irgendeine Schwierigkeit, Sprache der Probleme? Können Sie ein Problem nicht verstehen? Ich hätte noch eine andere Frage im Zusammenhang. Sie sagen ja, man muss eine Entscheidung treffen, weil sie schon entschieden ist und ich muss sie nur jetzt ans Licht bringen. Ja. Woher weiß mein Selbst im Voraus, was in Zukunft für mich richtig ist? Erstens mal gibt es kein Voraus und keine Zukunft. Alles ist immer jetzt. Es gibt in Wirklichkeit nur das ewige Jetzt. Das heißt, das Sein ist in der Zeitlosigkeit. Das kann der Verstand schon nicht mehr verstehen. Man kann es sich verständlich machen. Die Inder haben ein Beispiel. Die sagen, die Zeit ist wie ein Rad, das sich ständig dreht. Ja? Das, was jetzt gerade unten ist am Rad, das nennen wir Gegenwart. Das, was schon gerade vorbei ist, das nennen wir Vergangenheit. Und das, was da gerade erst kommt, das nennen wir Zukunft. Die Zukunft tritt also in das Jetzt und wird zur Vergangenheit. Und so geht das ewig weiter. Im Mittelpunkt des Rades dreht sich gar nichts.
Da gibt es keine Vergangenheit, keine Gegenwart, es gibt keine Zeit. Wenn Sie im Mittelpunkt des Rades sind, können Sie auf den Punkt schauen, den Sie Gegenwart nennen. Sie können auf den Punkt schauen, den Sie Vergangenheit nennen. Und Sie können auf den Punkt schauen, den Sie Zukunft nennen. Alles ist jetzt von diesem Mittelpunkt aus gesehen. Und das Sein ist in der Zeitlosigkeit. Wir treten nur mit einer Inkarnation in die duale Welt von Raum und Zeit ein. Und damit splittet sich das Jetzt in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, wobei wieder einzelne Kulturen das eine oder andere nicht haben. Die Chinesen zum Beispiel kennen keine Gegenwart. Die sagen, eben war es noch Zukunft, jetzt ist schon vorbei, dazwischen ist nichts. Wir sagen, nein, nein, das Leben ist jetzt und das ist das Wichtigste. Das sind schon wieder Meinungen und Betrachtungsweisen und kulturelle Unterschiede. Aber die Wirklichkeit ist, auf der Seinsebene gibt es keine Zeit. Da ist alles jetzt. Das ist ungefähr wie bei einer Videokassette. Da ist der ganze Film drauf. Sie halten in der Hand. Alles jetzt. Aber jetzt können Sie bestimmte Szenen vorlaufen lassen oder bei der CD können Sie anwählen, ja, irgendwas Bestimmtes, dann wird das tritt das in Erscheinung. Es war vorher schon drauf, es war alles drauf, aber Sie machen sichtbar das, was Sie gerade sehen wollen. Das holen Sie ins Jetzt, in die Gegenwart. Aber es ist alles drauf. Und wenn Sie, bevor Sie in dieses Leben gegangen sind, auf Wolke 17 gesessen haben und im Katalog der Inkarnationen geblättert haben und überlegt haben, welches Land gehe ich denn mal, welche Eltern wähle ich, welche Erfahrung will ich mal machen, da haben Sie ganz genau gewusst, was Sie erwartet. Und Sie haben gewählt diese Erfahrung, die dann kommt, die dann kommt, die dann kommt. Und haben gesagt, okay, diesen Ablauf, das wähle ich mir, so wie Sie sich einen Film leihen oder eine CD kaufen, wo die und die Lieder drauf sind, die Sie hören wollen. Und dann hören Sie die irgendwann. Das heißt, das Sein weiß das alles, weil es kein Vorher und kein Nachher gibt, sondern nur ein Jetzt. Das ist unsere Möglichkeit, dass wir als ersten Schritt vom Ich mit dem Sein Kontakt aufnehmen und sprechen. Aber der nächste Schritt ist, ich spreche nicht mehr mit dem Sein. Ich erkenne mich als das Sein. Das bin ich wirklich. Ich habe die ganze Zeit Selbstgespräche geführt. Ja, so. Und dann lebe ich von einem Moment zum anderen nicht mehr als der Mensch, der Körper, die Persönlichkeit, die Rolle, die ich spiele, sondern dann bin ich das ewige Sein, das immer war und immer sein wird, das hier in eine Erfahrung eintritt und weiß, es kann mir nichts passieren. Was soll denn passieren? Ich kann alles verlieren, mein Haus kann abbrennen, mein Partner kann mich verlassen oder sterben. Und wo ist das Problem? Ja? Ich bin unsterblich, mein Partner ist unsterblich. Ich bin unsterbliches Sein. Ich bin in einer Erfahrung. Ich bin im Kino, ich bin im Theater. Ja? Es kann nichts geschehen. Ich bin in einem Traum. Und wenn Sie in diesem Bewusstsein sind, fängt das Spiel plötzlich an, faszinierend zu werden. Von da an wissen Sie so, jetzt kann mir nie mehr etwas passieren. Jetzt sorge ich dafür, dass ich lebe als Gewinner und schaue zu, wie ich in jedem einzelnen Fall gewinne, ohne Ausnahme. Und meine Freunde können dann sagen, du, das ist sehr unwahrscheinlich, was du dir da vornimmst, oder das kann kaum klappen. Oder das hat noch nie geklappt. Ja? Und dann sagen sie, na und? Einmal ist immer das erste Mal. Ja. Ich sage Ihnen ein Beispiel. Ich lag in Teneriffa auf der Terrasse und hatte mir gerade meinen Traumwagen bestellt. 2¼ Jahr Lieferzeit. Und habe dann mit meinen Freunden telefoniert. Sag, ich habe mich doch durchgerungen. Jetzt, worauf warte ich eigentlich? Ich habe mir bestellt. Sag, oh ja, toll, wann kommt er denn? Sag ich, ja, leider lange Lieferzeit. 2¼ Jahr, oh, sorry,
geht es nicht schneller? Sag ich, ich habe keinen Weg gefunden. Ich habe mit denen gesprochen. Die haben gesagt, selbst wenn sie 1 Million geben, das kommt in den Computer, wir können das nicht beschleunigen. Geht nicht. Dann haben die gesagt, soll ich mich mal drum kümmern? Ich sage, ja, gerne. Ich muss davor sagen, ich hatte auf meine Liste geschrieben, in meinem Übermut eben, Traumwagen hatte ich ja schon, aber habe gedacht, was jetzt schön wäre, sofort. 2,5 Jahre, 2,25 Jahre warten noch, habe ich geschrieben, sofort. Kam der Verstand, sagt, du hast doch alles probiert, wie soll das denn gehen? Ich, keine Ahnung, weiß ich nicht, interessiert mich auch nicht, ich hätte es nur gerne sofort. Und ein paar Tage später, wie ich wieder übermütig meine Liste las, dachte ich, sofort ist doch schon ganz gut. Ich schreibe noch was dahinter, umsonst, geschenkt. Da kam natürlich der Verstand und hat gesagt, ja, also jetzt geht's aber los. Ja. Wie oft hast du im Leben einen Traumwagen geschenkt bekommen? Da habe ich gesagt, ja, also wenn ich so nachrechne, noch nie. Ja, und wie wahrscheinlich ist das? Ja, eigentlich gar nicht. Na also, sag ich, wie, na also, geht nun alles oder nicht? Und ich bin überzeugt, dass alles möglich ist. Aber gleichzeitig hat mein Verstand gesagt, ja, wie stellst du dir das denn vor? Das sag ich, gar nicht. Ja, ich bin nur zutiefst überzeugt, dass alles möglich ist. Und dann haben die mich 4 Wochen später angerufen und haben gesagt, also, wir haben einen Weg gefunden, wenn du zurückkommst, steht das Auto am Flughafen. Sag ich, boah. Also erster Punkt, abgehakt, sofort, Wahnsinn. Ja, wie das Leben das macht. Und dann kam ich, Auto stand da, habe mich gefreut, reingesetzt, sagt so, jetzt möchte ich natürlich Formalitäten, also an wen, wie bezahle ich das jetzt? Und dann sagten, ja, was, wir haben uns das überlegt, wir hatten ja ein bisschen Zeit, du hast so viel für die Firma getan, wir möchten dir gerne das Auto schenken. Und da war ich sprachlos. Da war ich vielleicht zum ersten Mal in meinem Leben sprachlos, weil das ist so unwahrscheinlich, dass sowas passiert. Aber dem Leben ist das völlig egal. Das macht auch die unwahrscheinlichen Dinge. Und ich hatte es auf die Spitze getrieben. Wir haben 7 Jahre lang unser Traumhaus gesucht und nicht gefunden. Und da hatte ich das als zweiten Punkt aufgeschrieben. Und weil ich das mit dem Auto gerade so schön geschrieben hatte, so sofort und kostenlos, habe ich geschrieben, Traumhaus jetzt auch nach 7 Jahren endlich mal finden. Warum eigentlich nicht ungeschenkt? Ja. Hat das Leben wieder gemacht. Ich bekam den Impuls, ich wachte eines Morgens auf und hatte einen Namen, Cœur d'Alene, ich wusste gar nicht, was das ist, habe dann im Internet nachgeguckt, das ist eine Silbermine, ja, in Nordamerika. Ja, habe ich gedacht, wenn das Leben das sagt, kaufe ich die mal. Habe ich die gekauft, keinen Chart angeguckt und nichts verglichen, sondern das war so klar, das stimmt. Das erfüllte mich mit einer freudigen Energie, habe ich das gekauft. Und dann, nach ein paar Monaten, fanden wir das Traumhaus. Und dann ging es an die Bezahlung. Und zufällig ging ich ein paar Tage vorher zur Bank und da sagten die, also gratuliere, es ist ja wirklich toll. Ich sage, was? Ja, Ihre Aktie, 600% gestiegen. Ja. Als ich verkaufte, war sie schon wieder was gefallen. Also bei 400% habe ich verkauft. Aber ich hatte 300.000 gekauft. Mit meinen genialen mathematischen Kenntnissen habe ich ausgerechnet, das sind 1,2 Millionen Gewinn. Das war gerade das Traumhaus. Ich habe es geschenkt. Ich habe mein Geld wieder aufs Konto getan, habe das verkauft und hatte das Traumhaus geschenkt. Ja? Gegen jede Wahrscheinlichkeit. Und es geschieht einfach. Und das meine ich damit, wenn wir das heutige Thema haben, des mühelosen Gewinnens. Sie entscheiden in diesem Augenblick jetzt, ist das für Sie möglich? Ist das für Sie akzeptabel? Oder sagen Sie, ach ja, das wäre natürlich schön, wenn mir das auch passieren würde. Und das ist abbestellen. Damit geht es nicht mehr. Wenn ich sage, oh, das hätte ich gerne. Oder noch schlimmer, ich habe alles richtig gemacht, ich habe es bestellt und sage, hoffentlich hat das geklappt. Abbestellt. Ja? Ich bin ja wieder in den Mangel gegangen. Ich habe es ja nicht mehr im Besitz. Und das sollten Sie sich bewusst machen. Wenn Sie
bereit sind zum mühelosen Gewinnen. Das Leben, sollten Sie wissen, das Leben kann Ihnen nichts geben, was Sie sich selbst versagen. Also Sie müssen es erstmal für möglich halten. Dann sollten Sie es glauben können und dann sollten Sie es verursachen. Und dann sollten Sie es nicht mehr abbestellen, sondern sich einfach nur freuen. Ah ja, das kommt ja auch noch auf mich zu. Schön. Ja? Dann bleiben Sie im Besitz. Schauen wir doch mal aus Ihrem Leben so irgendwas Unmögliches an. Wo Sie sagen, ja, also das wäre natürlich toll, wenn es passieren würde, aber wie soll das denn gehen? Irgendwas Fantastisches. Ich habe immer gewollt, mit 50 aufhören zu arbeiten. Und bin aus meinem Beruf rausgemobbt worden, bin krank geworden und bin heute berufsunfähig. Sehen Sie, Sie arbeiten nicht mehr, aber Sie hatten sich das anders vorgestellt. Ja, wahrscheinlich. Das ist auch noch wichtig, dass wir konkrete Bestellungen aufgeben. Sonst führt das Leben die Bestellung aus, aber anders als ich dachte. Also auch wünschen muss man lernen. Ich denke da zum Beispiel an die Geschichte von dem Mann mit der verkrüppelten Hand. Ja? Eines Tages kam eine Fee und sagte, weil du so ein goldiges Kerlchen bist, ein gutes Leben geführt hast, du hast 3 Wünsche frei und verschwand. Der Mann, Verstand, Skeptiker, sagt, was war das denn jetzt? Halluzination, Wünsche frei, sowas gibt es nicht. Wenn ich Wünsche frei hätte, müsste ich doch sagen können, zu dem Baum da drüben, fall um, krach, fiel der um. War der erschrocken, Mensch, das geht ja wirklich. Na gut, jetzt ist schon ein Wunsch weg. Da fiel sein Blick auf die Hand. Ah, sagte, das wär's. Ich möchte gern, dass die eine Hand so wird wie die andere. Zack, war die andere auch verkrüppelt. Nein, sagte doch nicht so, andersrum. Zack, waren die so rum verkrüppelt. Und dann waren die 3 Wünsche weg. Und jetzt war er schlimmer dran als zuvor. Ja? Das heißt also, man muss auch wünschen lernen. Man muss lernen, dass das in Erfüllung geht. Nicht damit rumspielen. Und damit sind wir bei der Macht des Glaubens. Das, was ich glaube, bestimmt das, was ich erlebe. Wenn Sie jetzt hier sagen, ah, das hört sich alles ganz gut an, aber so glaube ich das nicht, dass das so einfach ist, dann werden Sie erleben, dass das nicht so einfach ist. Und wenn Sie sagen, und dann braucht das natürlich seine Zeit, das kann ja nicht von heute auf morgen, dann werden Sie erleben, dass das seine Zeit braucht. Und wenn Sie dann denken, ja gut, und in jedem Fall klappt es ja auch nicht, ja, dann werden Sie erleben, dass es in jedem Fall, das Leben hakt immer ab, bestellt, geliefert, ja, der Schöpfer hat was bestellt, wird geliefert, das Leben kennt nur Erfolg. Oder, wie es so häufig vorkommt, jemand besucht so ein Seminar und geht dann nach Hause und sagt, ich probiere das auch mal. Und macht das und macht alles richtig, ist bestellt und das Leben sagt, okay, der Schöpfer hat bestellt, sagen wir, Lieferung in einer Woche. Vergehen 2, 3, 4 Tage, tut sich natürlich noch nichts. Sagt er, hat sich eigentlich noch gar nichts getan. Ja gut, das braucht seine Zeit. Oh, sagt das Leben, der Schöpfer hat gerade umdisponiert. Eine Woche Streich, machen wir 6 Wochen draus, ja. Wird immer noch geliefert, 6 Wochen. Jetzt vergehen 3 Wochen, 4 Wochen, 5 Wochen. Komisch, sagt er. Bei mir klappt das nicht. Zack, sagt das Leben, okay, Auftrag gestrichen. Schöpfer hat gerade gesagt, klappt nicht. Dann trifft er irgendwann einen anderen aus dem Seminar und der erzählt mir, also ist das Ihnen auch so? Ich habe seit da und ich habe ein Traumhaus, neue Freunde, neue Stellung und alles, inzwischen Vermögen. Also das ist ja unglaublich. Und dann mein Rheuma ganz weg und und der sagt, Mensch, scheinbar geht das trotzdem. Also ich versuch's nochmal. Ja? Versuch's nochmal heißt, sagt das Leben, ah, der Schöpfer will mich auf die Probe stellen, der hat ja beim letzten Mal bestellt, bei mir klappt das nicht. Jetzt versuch das nochmal, lass ich mich nicht irritieren, wird gar nicht erst angenommen. Ja? Und dann passiert nichts bei ihm. In Wirklichkeit hat er 4 Aufträge gegeben, sind alle 4 ausgeführt worden. Das Leben hakt ab, alles, was der Schöpfer bestellt hat, ist geliefert worden.
Deswegen ist es ganz wichtig, dass Sie vielleicht jetzt, in diesem Augenblick, sich entscheiden. Fühle ich mich wert, zu leben als Gewinner? Nicht denke ich, das wäre schön oder ich kann es ja mal versuchen. Nein, fühle ich mich wert? Fühle ich mich wert, sagen zu können, dass, ja, das gehört zu mir. Dazu bin ich hergekommen, heute ändert sich mein Leben. Ich fange an, mühelos zu gewinnen. Und gibt es da noch irgendwelche Grenzen? Oder sage ich, nee, jetzt ist alles möglich. Oder sage ich, na gut, alles vielleicht nicht, aber ich fange erst mal so an. Geht auch. Aber alles, was Sie glauben, geschieht. Das heißt, die Erfahrung folgt Ihrer Überzeugung. Wir glauben zu sehr an die Macht des Wissens und wissen zu wenig von der Macht des Glaubens. Wahrer Glaube ist nämlich wirklichkeitsschaffend. Das heißt, Sie haben so viel Erfolg, Geld, Erfüllung, Gesundheit, Glück, wie Ihr Glaube zulässt. Einem jeden geschieht nach seinem Glauben. Ob Sie glauben, dass Sie etwas erreichen oder bekommen oder nicht, Sie werden in beiden Fällen Recht behalten. Ob Sie glauben, dass etwas gut geht oder nicht, Sie werden in beiden Fällen Recht behalten. Und deswegen sollten Sie Ihre Überzeugungen einmal prüfen. Es gibt viele transparente Überzeugungen, die wir uns bewusst machen sollten, die aber hochwirksam sind, die wir aber nicht merken. Zum Beispiel haben wir angesprochen schon, wie denken Sie über Erfolg? Oder wie denken Sie über Geld? Ich habe festgestellt, dass fast alle Menschen negative Glaubenssätze geldbetreffend haben. Manche sagen, ich bin auf dem geistigen Weg, ich interessiere mich nicht mehr für schnöden Mammon. Ja, Sie müssen trotzdem am Monatsende die Miete bezahlen, wenn Sie tanken gehen wollen, die Geld, und im Supermarkt nehmen die auch Geld. Das heißt also, wir leben in einer Welt, wo man mit Geld umgehen muss. Oder ich habe es in der Praxis gemerkt, immer wieder, auch hochintelligente Leute, am Ende der Behandlung wurden sie dann nervös und irgendwann gaben sich einen Ruck und sagen, also wie machen wir das mit der Bezahlung? Ist doch ganz einfach, Sie legen es hierher, ich nehme es weg. Ja, ich habe da eine ganz einfache Einstellung dazu. Und da waren die ganz erleichtert, dass sie dann nicht das in ein Kuvert und draußen an der Rezeption unter die Schreibtischunterlage so ein bisschen rausgucken, dass man es noch sieht oder irgend sowas Kompliziertes. Also prüfen Sie mal, ob Sie eine ganz natürliche Einstellung zu Geld haben. Oder ob Sie so Glaubenssätze haben wie, Geld verderbt den Charakter. Ja? Geld verderbt nur denen den Charakter, die vorher auch schon keinen hatten. Oder, hey, Geld steigt einem bloß zu Kopf. Geld kann nur zu Kopf steigen, wenn da der entsprechende Hohlraum vorhanden ist. Ja? Sonst geht das gar nicht. Oder Geld macht nicht glücklich, weit verbreitet. Kann ja sein. Aber wenn ich schon unglücklich bin, dann doch lieber im Rolls-Royce als im Bus. Ja? Also prüfen Sie einmal Ihre Einstellung zu Geld, dass Sie in eine ganz natürliche Einstellung kommen, dass Sie Ihre Glaubenssätze geldbetreffend optimieren können. Wir haben noch Zeit. Ich möchte noch einen wichtigen Schritt tun, nämlich die Kunst, die richtige Entscheidung zu treffen, und zwar in jedem einzelnen Fall. Dazu brauchen wir 4 Schritte. Erster Schritt, machen Sie sich jetzt einmal Ihre energetische Signatur bewusst. Also wie ist die Schwingung im Moment? Vielleicht, wenn Sie die mit 3 Eigenschaften bezeichnen. Meine Schwingung ist jetzt ruhig, offen, interessiert zum Beispiel. Ja? Oder wie sagen Sie? Sagen Sie mal irgendwas. Wie ist es im Moment? Die Qualität Ihrer energetischen Signatur. Kraftvoll. Was sagen Sie? Wie? Aufmerksam. Okay, geben Sie Ihrer Signatur 3, 4 Eigenschaften, dass Sie sehen, aha, so ist es im Moment. Wir müssen nämlich den Unterschied gleich feststellen. Deswegen muss ich wissen, wie ist es jetzt?
Das zweite ist, nehmen Sie einmal etwas ins Bewusstsein, das absolut falsch ist. Also, ich bin 17. Heute ist Dienstag. Ich bin hier in Berlin. Wie fühlt sich das an? Was ändert sich da in Ihrem Energiefeld? Wie? Es fühlt sich löchrig an. Es fühlt sich löchrig an. Wie ist es bei anderen? Wie? Widerspenstig, strubbelig, disharmonisch. Ja? Okay, und jetzt, nächster Schritt, nehmen Sie einmal etwas ins Bewusstsein, das absolut sicher richtig ist. Also heute ist Samstag, wir sind hier in München, in dem Seminar Mühelos gewinnen. Wie fühlt sich das an? Wie? Richtig. Mehr noch? Klar, rund, stimmig, leicht, klar. Okay, und jetzt noch einmal was Falsches und ein paar Mal hin und her. Falsch, Sie müssen den Unterschied spüren, falsch fühlt sich bei mir, das ist bei jedem anders, so an. Richtig erkenne ich daran, dass es so ist. Falsch kann ich ganz eindeutig erkennen daran, dass es sich so anfühlt. Ja? Und richtig fühlt sich für mich so an. Haben Sie den Unterschied jetzt? Okay, und jetzt nehmen Sie mal eine echte Frage, eine echte Entscheidung, vor der Sie stehen. Also soll ich den Michael heiraten oder nach Frankfurt gehen oder mich selbstständig machen?